Mein Name ist Alida, ich bin Taekwondo-Trainerin beim Sportverein Altenstädt. Und weil ich euch zurzeit nicht im Training sehen kann, möchte ich euch ein paar kleine Übungen für zu Hause zeigen. Diese könnt ihr ganz einfach mit wenig Materialaufwand machen und auch mit wenig Platz. Ja, das heißt, wir beginnen die Übungen mit unseren Step- und Skippings-Übungen. Wir beginnen auf der Stelle. Wer möchte, springt jetzt rüber, von einer Seite auf die andere, macht dann das Gegenteil. Wer noch einen Schritt weiter gehen möchte, ändert den Rhythmus. Ja, das heißt, wir machen links, rechts, links oder 1, 2, 3. Achtung! Aus dem Skipping ein Bein immer zur Seite zu strecken, ohne den Rhythmus zu unterbrechen. So, wenn ihr immer noch nicht genug habt, dann könnt ihr wieder einen Schritt weiter gehen, ein bisschen noch mehr Raumbewegung einbauen und auf einem Bein um das Hindernis herumhüpfen. Noch einen draufsetzen und dabei immer das Bein strecken und einen kleinen Kick machen. Für die Grundschüler, die nicht so im Wettkampf unterwegs sind, die können ähnliche Übungen machen mit Grundschultechniken, zum Beispiel den Vorwärtsfußtritt mit Abschieß. Fortgeschrittenen noch einen drauf. Ihr könnt das Ganze im Sprung ohne Absatz machen. So, meine Lieben, das waren jetzt ein paar kleine Eindrücke aus einer Grundlagenbeinarbeit des Taekwondo. Übt das fleißig 2 bis 3 Mal die Woche und dann können wir da demnächst weitermachen. Vielen Dank und ich wünsche euch einen schönen, gesunden Tag. Tschüss, euer Alida.